Hast du Kinder oder willst du welche? Kleine Fragen mit großer Brisanz. Eigentlich können wir heute ja selbst entscheiden, ob wir mit oder ohne eigene Kinder durchs Leben gehen. Zumindest fast. Natürlich liefert der Klapperstorch nicht auf Kommando. Dennoch ist die sogenannte K-Frage ganz schön kompliziert geworden und fühlt sich gar nicht mehr wie Freiheit an, sondern eher wie eine große Last. Warum ist das so? Erstens, wir entscheiden uns nicht im luftleeren Raum. Eltern werden ist vielmehr vermintes Gelände. Wer, wann, mit wem, wie viele Kinder bekommen soll, alle haben eine Meinung dazu, nur wir selbst vielleicht nicht. Vor allem von Frauen wird heute nach wie vor erwartet, dass sie Mütter werden. Die alte Idee vom Mutterinstinkt steckt immer noch in unseren Köpfen, sagt Philosophin Elisabeth Badinter. Aber nicht alle Frauen wollen Kinder. Der angeborene Mutterinstinkt, ein Mythos. Wenn eine Frau kein Kind will, muss sie aber offenbar einen Plan B haben. Das beschreibt Sheila Heath in ihrem Buch. Als Frau kannst du nicht einfach sagen, du willst kein Kind. Du musst einen ausführlichen Plan haben, was du stattdessen machen willst. Und dieser Plan sollte besser etwas Großartiges sein. Will ich also wirklich Kinder oder glaube ich, Kinder wollen zu müssen? Es ist nicht einfach, eine eigene Haltung zu finden. Habt ihr schon entschieden oder treibt euch die Frage nach Kindern gerade um? Diskutiert gerne mit und Netiquette nicht vergessen, gerade bei einem so sensiblen Thema. Danke. Kompliziert ist die Frage auch, weil Elternschaft komplett unvorhersehbar ist. Was wird zu mir stoßen? Was, wenn mein Kind auf Abwege gerät oder unglücklich ist? Und was ist mit mir selbst? Werde ich eine gute Mutter, ein guter Vater sein? Mein Kind lieben? Wie verändert ein Baby meine Partnerschaft und meine Berufsaussichten? Tatsächlich haben wir keine Ahnung, wie sich Elternschaft anfühlt, bevor wir Eltern geworden sind. Was ganz schön blöd ist. Denn wie sollen wir etwas entscheiden, wenn wir nicht wissen, wofür wir uns entscheiden? Die Philosophin Laurie A. Paul bezeichnet das Kinderbekommen als transformative Erfahrung. Eine Lebensentscheidung, deren Konsequenzen wir auch deshalb nicht absehen können, weil sie uns selbst verändert. Es hilft also nicht zu wehrweisen, soll ich nicht, sondern sinnvoll ist nur die Frage, will ich herausfinden, wie mich die Entscheidung verändert? Zugegeben, ganz schön risikoreich, denn immerhin können wir nicht wieder zurück. Wer Vater oder Mutter geworden ist, bleibt es ein Leben lang. Der Philosoph Dieter Thome sagt deshalb ungeschminkt, Kinder zu bekommen ist etwas für verkappte Extremisten. Dazu kommt der Zeitdruck. Jahrelang lässt sich die Frage verdrängen oder vertagen. Doch irgendwann gilt es für uns Frauen, das Zeitfenster der Fruchtbarkeit zu nutzen oder verstreichen zu lassen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der wir viele wegweisende Entscheidungen fällen müssen. Der Soziologe Hans Bertram spricht von der Rush-Hour des Lebens. Wo sollen da noch Kinderwünsche Platz haben? Die Karriere ist übrigens selten das Problem. Öfters fehlt der Partner, der mit anpacken und sich die Familienarbeit teilen will. Klar überlegt man dann zweimal. Für die Care-Arbeit zuständig sind nach wie vor meist die Frauen, sagt die Soziologin Franziska Schutzbach. Die moderne Frau oftmals erschöpft. Nicht gerade ermutigend ist außerdem, dass es Frauen gibt, die ihre Entscheidung bereuen. Die Soziologin Orna Donat hat ihnen in einer Studie eine Stimme gegeben. Sie sagen, ich liebe meine Kinder, aber es war ein Fehler, Mutter zu werden. Ich habe es mir anders vorgestellt, mein altes Leben verloren. Was, wenn ich eine dieser Frauen sein werde? Das fragt sich auch Antonia Baum in ihrem Buch. Könnte ich nicht eine der Frauen sein, die für Mutterschaft gar nicht gemacht ist? Andererseits gibt es auch Frauen, die im Nachhinein bereuen, keine Kinder bekommen zu haben. Und viele behaupten im Rückblick, das Beste in ihrem Leben seien die Kinder gewesen. Aber so zu überlegen, wäre doch auch eigenartig. Kinder bekommen, damit das eigene Leben besser wird? Oder damit man etwas hinterlassen kann, meinen Genpool oder meine Werte? Ist so zu denken nicht egoistisch? Die Philosophin Simone de Beauvoir schreibt, ein Kind müsse zwingend um seiner selbst willen gewollt werden. Ansonsten wäre es instrumentalisiert. Außerdem kann man das Kind nicht fragen, ob es geboren werden will. Sogenannte AntinatalistInnen behaupten, Kinder bekommen ist sowieso nicht in Ordnung. Menschliches Leben sei nämlich vor allem eines, nämlich Leiden. Da waren sich Buddha, Arthur Schopenhauer, Emil Cioran oder heute David Benatar einig. Die Bürde der Existenz müssen wir allen noch nicht geborenen Menschen tunlichst ersparen. Aber Hand aufs Herz, ist das Leben echt so schlimm?
Stehen die nicht alle einfach im Leben rum, finden es manchmal großartig und zuweilen ätzend, aber da sind wir nun mal und machen das Beste draus? Und wenn wir das Beste draus machen, ist es dann nicht etwas vom Schönsten, sich kümmern zu können und so ein kleines Wesen zu begleiten, bedingungslos zu lieben? Klar ist, eine Pro-Kontra-Liste nützt bei dieser vertragten Frage wenig. Kinder sind und bleiben vor allem eines, ein Wagnis. Allerdings ist das bei vielen Lebensentscheidungen so. Letztlich müssen wir vielleicht, wie Sören Kierkegaard es sagte, den Mut haben zum Sprung. Egal ob Kind ja oder nein, Mut braucht jede Entscheidung. Oder wie seht ihr das? Wenn ihr euch jetzt noch mehr anschauen wollt zum Thema Kinderkriegen, hier geht es zu 2 Sternstunden ebenfalls zum Thema. Und falls ihr mehr lesen wollt, alle erwähnten Bücher findet ihr unten im Videobeschrieb. Sternstund Philosophie.